Ehrengast in Speyer, Martin Amedick zieht es in Richtung Vorderpfalz. Der gebürtige Paderborner genießt heute eine Privatführung durch den Speyerer Dom. Bei strahlendem Sonnenschein und unzähligen Medienvertretern steht Martin selbstverständlich den Fragen der angereisten Journalisten zur Verfügung. Besichtigt wird das Innere des Doms und dort kann es sich Martin nicht nehmen lassen, auch ein Kerzchen anzuzünden, um innezuhalten. Zur Führung hat Martin seinen ganz eigenen Eindruck. Ja, sehr interessant. Also Tag vorher war Trainingseinheit, die war gut und dann sind wir nach Speyer gefahren und habe jetzt fast anderthalb, zweistündige Führung bekommen. Sehr interessant, das Gebäude, wie es entstanden ist und Grabstätte letztendlich vom Kaiser Konrad II., wenn ich es richtig behalten habe, und Heinrich III., 4. und 5. haben mitgewirkt. Habe auch einiges gelernt heute, aber nee, es war wirklich interessant. Sind dann noch auf den Turm gestiegen und haben die FCK-Fahne nachher durfte ich hissen und da war die Aussicht auch sehr schön. Die Sonne scheint ja, also es passt letztendlich alles heute. Auch hat Martin einen nicht alltäglichen Einblick in die Privatkammern.